Ja, da sind wir auch schon in der vierten Folge. Zeit vergeht, zucki zucki. Wir haben zur Erinnerung in der letzten dritten Folge uns ganz am Ende hier die Verse dieses Poeten des Schmerzes angehört, beziehungsweise ihn dazu gekriegt, diese Verse zu sagen. Die waren wichtig für uns, werden wichtig für uns. Und wir haben auch gehört in der Folge, Dan muss gewisse Voraussetzungen erfüllen, damit er überhaupt hier diesen Teleporter ja benutzen darf. Und zwar ging es ja darum, dass er im Grunde genommen für diese Gesellschaft entbehrlich sein muss, was er aber wohl nicht ist, solange er einen Job hat. Also gucken wir einfach mal, dass wir seinen Job irgendwie loswerden. Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, geht das, glaube ich, auf dem Wege, dass man den Chef von ihm irgendwie total verärgert. So, wir haben. Wenn ich den schrotte, bin ich gefeuert. So, weil das nämlich gar nicht sein Auto ist. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ja diesen Baseballschläger, mit dem wir eine Menge schrotten können. Machen wir das doch. Wenn ich das Auto der Frau meines Chefs platt mache und er kriegt es mit, bin ich aus dem Spiel. Aber Fly würde mich als Versuchskaninchen annehmen. Dann wäre ich Liz einen Schritt näher und auch der Reportage, die mir den Job sichert, was sowieso keinen Unterschied mehr macht. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich breche das Spiel ab, erfinde eine Reportage und behalte meinen Job. Wäre nicht das erste Mal. Oder ich lasse mich rauswerfen und suche das unausstehliche, blöde Papa-Töchterchen. Das Los Angeles Stadium. Freitagabend. Manny Brown. Rico Sandretti. Das ist das wirklich Wichtige im Leben. Vielleicht, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich diesmal ein bisschen übertrieben. Ach. So, weiß gar nicht. Können wir das fotografieren oder wie läuft das hier? Bin ich Fotograf? Moment mal. Hey, Kleiner! Mary, 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 Mary! Mary! Haben wir Hinrichtungsformulare? Nein, Mister. Bringen Sie das Kündigungsformular! Und? Wie gefällt er dir? Er ist ungewöhnlich undenkbar. Undenkbar ungewöhnlich. Dan Murray ist für die Gesellschaft entbehrlich, urteilte Fly. Okay, wir müssen ja noch irgendwie die Lebenserwartung da senken, ne? Wir hatten wie viel? 5 Jahre und ein paar zerquetschte? Dürfen wir aber nicht haben. So, jetzt haben wir. Was ist das hier denn nochmal? Das hat Tobi verloren. So, Tobi. Tobi ist ja so eine. Ist ja diese Pflanze, die. Und das ist die Idee dahinter, die sich im Grunde genommen ja immer wieder. Na, die immer wieder neue Blätter bekommt. Und wenn ich die Lebenserwartung dieses Blattes dahin kriege, in diesem Pusterapparat, dann sollte das funktionieren, dass ich ja eben früh genug sterbe, um an diesem Projekt der Teleporter teilnehmen zu können. Irgendwie so. Mal gucken. Oder muss ich das Blatt auf die Maschine anwenden oder so? Tobi stirbt im Herbst und wird im Frühjahr wiedergeboren. Jetzt kann ich gar nicht mehr verlieren. Jahre, neun Monate, neun Tage, 19 Stunden,
Nein! Oh, Murray! Wie? Was ist los mit dir? Dir bleiben nur 19 Tage, armer Kerl. Das ist wirklich eine geringe Lebenserwartung, entfuhr es Fly. Entspann dich. Hauptsache, ich erlebe den Kampf am Freitagabend noch. Dann ist alles gut. Was für ein Typ. So, jetzt haben wir zwei von diesen Bedingungen irgendwo erfüllt. Wo ist denn das hier oben? Professor Fly, mit dem muss ich reden. Weil wir müssen ja, ihr erinnert euch an diese komischen Bildchen, die uns gezeigt hat, diese Rorschach-Bilder. Oder Rorschach. Die müssen wir jetzt auch noch, oder den Test müssen wir jetzt auch noch bestehen. Und dafür brauchen wir dann diesen Unfug, den unser Poet gequasselt hat. Wenn ihr jetzt sagt, verdammt, daran kann man sich nicht erinnern. Nee, ich habe mir aber den dritten Teil noch oft genug angeguckt, um mir zu merken beziehungsweise so halb aufzuschreiben, was wir denn da für Antworten hatten, so mit brennende Sonne und so ein Zeugs, ne? Ich komme runter! Alles in Ordnung? Teststunde. Das sind vier sinnlose Kleckse. Was siehst du da? So, und da hatten wir das mit der Sonne, ne? Oder eine höllische Sonne versenkt mir die Haut präzise, grausam und verschlagen. Das war doch ein Satz, den unser Poet von sich gegeben hat. Eine höllische Sonne versenkt mir die Haut. Präzise, grausam und verschlagen. Klasse Antwort. Mach weiter, wir haben noch drei. Was siehst du da? Ah, das war das mit den Bienen. Das sieht aus wie mit diesen Waben, ne? Darum... Mein Gehör von 1000 Bienen schwer verletzt explodiert mit Macht. Das ist es gewesen. Mein Gehör von 1000 Bienen schwer verletzt explodiert mit Macht. Klasse Antwort. Es sind noch zwei übrig. Was siehst du da? Der ausgehungerte, warte mal, ne? Hier, Zombie frisst mein linkes Auge, linkes Hirn. Oder, nee, mein linkes Auge in mein Hirn. Naja, wurscht. Auf jeden Fall. Es sieht ja schon aus wie Hirn. Wie ein ausgehungerter Zombie frisst mein linkes Auge mein Hirn. Klasse Antwort. Mal sehen, ob du den letzten herausbekommst. Was siehst du da? Ach, das war hier mit dem Zahnziehen, ne? Strömt das Blut wie rotes Spray, tut der Kiefer wohlig weh. Klasse Antwort. Gratuliere! Rief Fly. Du bist für die Gesellschaft so entbehrlich, dass du den Test hiermit bestanden hast. Aber werde nicht zu glücklich. Sonst muss ich dich wieder feuern. Also, habe ich jetzt alles erfüllt? Na? Du hast den Test bestanden. Für die Gesellschaft bist du absolut entbehrlich. Da bleibt nicht viel, bis die Lichter ausgehen. Dan Murray, du bist das perfekte Versuchskaninchen. Klasse, dann mal los, grinste Dan. Da die Kabinen funktionierten, war Dans nächster Schritt klar. Er musste eine Kabine ins Domizil der Hohepriesterin Kromhaar schicken. So, wie soll das denn funktionieren? Wo sind die denn hier? Den Bootsteg. Bin ich denn bescheuert? Wo sind die denn? Konnte ich mir hier denn gar nicht die... Nee, aber vielleicht wegen dem Verschicken müssen wir vielleicht mit dem Professor reden, oder? Ich komme runter! Alles in Ordnung? Ein Teleportersprung über schlappe 5 Meter ist was für Weicheier. Das ist wahrscheinlich wahr. Und wahrlich wahrscheinlich. Hast du einen Vorschlag? Ich kann doch keine Kabine einfach so herumstehen lassen. Das Lager der Villa. Da habe ich Zutritt. Dort ist sie sicher. Von mir aus. Aber sie ist schwer. Entspann dich. Du sprichst mit Dan Murray. Ich kümmere mich um den Jungen. Und du stellst die Kabine ab und kommst raus. Alles klar? Gehört, analysiert und verstanden. Gut, dann los. Unmöglich, denn ich kann keine Tätowierung von El Chupacabras entfernen.
Und was ist mit der? Die ist kleiner. Nein, die Größe spielt keine Rolle. Da bin ich. Und was nun? Nun ja, wir haben ja gehört, dass dieses Ding zu der, was waren die Aufgaben? Zu der Hohepriesterin muss, ne, in den Tempel. Und dann müssten wir ihr so eine Teleporterkabine schicken können. Der Poet hat sie alleine hergeschleppt. Hat er denn nichts Besseres zu tun? Ich werde heute eh noch zweimal teleportieren müssen. Man sollte Technologie nicht missbrauchen. Oh, wie war denn das? Ich glaube, wir mussten dieses Ding hier irgendwie umbauen, damit wir das verschicken konnten, durften oder irgendwie sowas. Umbau, Umbau, Umbau wären die Farben, ne? Ja. Wie wär's, wenn ich die zum Sarkophag umspraye? Aber nein, ja, das würde ich nicht schaffen. Hat aber was davon. Hat aber was davon. Ja, cool. Man sagt es ständig, aber man glaubt es nicht. Jetzt muss das Ding nur noch zum Tempel der ewigen Illusion gebracht werden. Tja, dann müssen wir irgendjemanden veranlassen, das Ding dahin zu bringen. Wollen wir mal gucken, ob wir den Großen finden oder ob Edgar das macht wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ah, er ist immer noch damit beschäftigt. Wir schauen mal, was Edgar sagt. Hallo, Superheld! Zurück, Erdling! Im Lager steht ein Sarkophag. Im Lager steht ein Sarkophag. Stimmt nicht, Erdling. Ich hab dir doch gesagt, dass sie ihn schon mitgenommen haben. Lass dir gesagt sein, mit der Brille kannst du genau gar nichts erkennen. Ehrlich? Ehrlich, genau gar nichts. Nein, das vom Sarkophag. Im Ernst? Du hast sie also schon bestellt. Hoffentlich holen sie ihn ab. Ja, gut, seid vorsichtig. Und aufpassen, dass ihr die Wand nicht einfärbt. Also gut. Eleonora meinte, es wird dauern, die Kabine zum Tempel zu schaffen. Ich werde die Zeit nutzen und bereite mich auf den nächsten Angriff vor. Warum bin ich nur so gut zu euch? Mal sehen, ob ihr alles begriffen habt. Ich steige in den Sarkophag. Und dann verschließe ich ihn. Dann aktiviere ich den Mechanismus, der den doppelten Boden dreht. Ihr öffnet den Sarkophag wieder und das Publikum staunt. Ich bin nicht mehr da. Keiner ist da. Habt ihr verstanden? Herrin, wo sollen wir den großen Sarkophag hinstellen? Welchen Sarkophag? Sag mal, wie siehst du denn aus? Du hast 3 Sekunden. Nenn mir einen ägyptischen Herrscher. 1, 2. Menophis, der 3. 3. So, und jetzt 4 teilen. Ich bin der allerhöchste Amenophis der 3. Herrscher über Ägypten, Quarterback vom Nil, wertvollster Spieler der... Nein, stopp! Amenophis der 3? Der 3. Und zwar höchstpersönlich. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Ich habe mich verfahren für diese... Ich suche einen Typen mit Reißverschluss am Kopf. Baby, ich bin dein Mitternachts-Cowboy. Baby, ich bin dein Mitternachts-Kameltreiber. Deine Unverfrorenheit bringt mich in Versuchung, aber... Warum sollte ich dir meine Gunst erweisen? Weiß ich doch nicht. Ich bin verloren, seit die klasse Frau, die meinem Leben einen Sinn gab, verschwunden ist. Sprich, was für eine Frau ist das? Ich glaube, er ändert immer die Antworten, ne? Na gut, sind ja auch eh doof. Ich suche die Hohepriesterin Kromha, die Frau mit dem prächtigsten Vorbau, den es je gab. Sie steht vor dir. Du hast eine lose Zunge, Amenophis. Aber du hast Glück. Ich bin ja so gut. Begleite mich. Dan hatte es endlich geschafft. Er wurde in den Tempel der ewigen Illusion teleportiert. Und wenn ein Wunder geschehe,
würde er es überleben. Aber leider war es eine Tatsache, dass die Zukunft nicht für alle so rosig aussah. Einen schönen guten Abend, Miss Eller. Haben Sie Hunger? 20. Wieso wurde ich betäubt? 12. Was haben Sie mir angetan? 1. Ich habe Kopfschmerzen und das linke Ohr tut mir weh. 4. Kommen Sie nicht näher, sonst beiße ich. Nun, der Schmerz wird in knapp einer Stunde verschwinden. Der Kapitän würde gern mit Ihnen dinieren. Ziehen Sie das an. Nein. Los. Heute haben wir den ersten. Tun Sie es sonst. Am ersten trage ich nie schwarz. Sonst werden Sie unbekleidet essen müssen. Ich gebe dir recht. Ich finde, es ist doch eher dunkelgrau. Ich zieh's an. Na, und wie fühlst du dich jetzt? Es war wunderbar, Aminophis. Mich hat schon lange kein Mann mehr so glücklich gemacht. Ist auch nicht mehr und nicht weniger, als ich verdiene. Schön für dich. Und jetzt? Jetzt bleibst du mein Gast. Ich werde gut zu dir sein und du wirst in alle Ewigkeit bei mir bleiben. Meine Liebe, ich bin eher für kurze Sachen. Den Eindruck hatte ich aber gar nicht. Ach was, reine Übungsfrage. Tu mir einen Gefallen, ruf deine Roboter zusammen und sag ihnen, sie sollen mir den Bühnensarkophag öffnen. Oh, man darf wirklich zu niemandem gut sein. Amenophis der Dritte. In diesem Haus wird nicht so einfach geöffnet. Vergiss es, ich bitte die Roboter selbst und du... Sie werden nie auf dich hören. Dr. Celsius hat sie so programmiert, dass sie nur dem Träger meines Kragens gehorchen. Den ich, wie du feststellen konntest, niemals und unter keinen Umständen ablege. Faszinierend. Tja, Dan sagte, faszinierend. Aber in Wirklichkeit dachte er, früher oder später wird das Kragendingens mir gehören. Denn wie es aussieht, brauche ich das Teil unbedingt, um Big Albert in Fleiß Labor zu teleportieren. Du bist mein Aminophis. Erfüll mir all meine Wünsche und du wirst auf ewig glücklich sein. Anderenfalls befragt das Orakel der Schatten. So, unsere Aufgabe haben wir gerade gehört. Wir müssen den Big Albert, damit wir überhaupt dieser ganzen Sache weiter auf die Spur kommen, zurückbringen auf das Boot. Ja, wie das Ganze weitergeht, da sehen wir jetzt gleich nach dem Speichern, weil das werde ich jetzt nämlich an dieser Stelle erstmal tun. So, dann wollen wir das Ganze mal durchsuchen hier. Wenn man von Tobi 3 absieht, verstehe ich mich mit Pflanzen nicht besonders. Nein, das Pflanzenähnlichste, was ich mal in der Hand hatte, war der Kaktussalzstreuer von Chupacabras. Wenn man eine stadiongroße Villa hat, warum die Badewanne ins Schlafzimmer einbauen? Bei der Gelegenheit könnte man auch den Kühlschrank, die Hundehütte und die Toilette mit reinnehmen. Nee, mein halbes Gehalt drauf, dass da Eselsmilch oder irgend so ein Schnickschnack rauskommt. Sie ist voll Münzen. Die würde ich mir gerne unter den Nagel reißen, aber vor ihren Augen... Ich wette mein halbes Gehalt, dass die Kühe an den Pfosten Götter sind. Ich könnte mich hinlegen, aber Sofas sind mir lieber. Okay, dann quatschen wir doch mal mit der Tante. Na, irgendwie müssen wir ja weiterkommen. Ha, für mich ist sie nur ein Mordsfeind. Sonst gar nichts. Herrin! Sprich. Komm schon, überlass mir das komische Collier. Niemals, Aminophis. Ich werde dir viele Dinge geben, aber nicht das. Nie. Ja, aber wir brauchen das doch. Wo ist denn das Orakel der Schatten? Geh raus und durch den Saal bis zur Doppeltür gegenüber. Du kannst es nicht verfehlen. Befiehl mir, dir einen Kuss zu geben, meine Liebste. Was für ein Typ. Tu es, oder ich lasse dich vierteilen. Fachmännischer Rat. Nie beim Küssen die Augen schließen. Ich bin dann mal weg. So, jetzt haben wir doch eine Münze gemupst. Gucken wir uns mal an, was das für ein Ding ist. Ah. Die Ente lässt darauf schließen, dass sie nicht zu den wertvollsten gehört. Gut, dann können wir ja irgendwie gehen.
geht's denn hier hin? Da ist ein Ausgang. Was haben wir noch? Ist das da Terrasse? Nein, auf der Terrasse gibt es nichts und sie führt auch nirgendwo hin. Ja, okay, dann will ich da nicht landen. So. Natürlich ganz viel Zeug. Ih, sieht aber eklig aus. Ich hasse Käfer. Alles Männchen. Logisch eigentlich. Sonst wäre hier der Teufel los. Jetzt weiß ich auch, warum es eklig aussieht. Boah, ist das viel. Ganz schön beeindruckend. Wenigstens hat die Musik aufgehört. Verlaufene Schminke. Arme Frauen. Am Ende müssen sie immer weinen. Wer ist denn der Typ da? Kann ich mit dem... Ja, mit dem kann man reden. Machen wir das doch mal, oder? Hey, du! Durchgang verboten, Mensch! Du bist nicht befugt, den Tempel zu verlassen. Ich habe gar nicht vor, hier rauszugehen. Weißt du warum? Weil ich es nicht will. Weil der Krummstab, den ich hier halte, uralt ist. Er wurde zu Beginn der Narma-Dynastie gemacht. Faszinierend. Vor mehr als 5000 Jahren. Schön für dich. Je älter, desto mächtiger. Das freut mich, ehrlich. Deswegen beim besten Willen. Du kommst hier nicht vorbei. Kleiner Tipp, entspann dich. Was für ein Typ! Boah, der hat einen alten Stab, aber sowas haben wir auch, liebe Leute. Ne? Wir haben auch einen alten Stab. Was ist das denn da? Oh, noch eine Schlange. Okay, hier ist unser alter Stab. Wage es nicht, den Tempel zu verlassen, Mensch! Wie viele Frühlinge hat dein Stab gesehen, Freund? 5000 Jahre Urmacht der Narma-Dynastie! Ich höre deine 5000 und lege noch 1000 drauf. Was sagst du jetzt? Wie belieben? Ich habe einen 6000 Jahre alten Schläger. Seine Macht quillt aus allen Poren. Woher weiß ich, dass du nicht lügst? Mensch! Wenn du ihn siehst, flippst du aus. Etwas derart Vollgestaubtes muss einfach uralt sein. Pass auf! Glaubst du mir jetzt? Zurück, Mensch! Ich besitze einen 6000 Jahre alten Stab mit tödlicher Macht. Immer nur ein Gesprächsthema, oder? Ganz schön beeindruckend. Yeah, wir haben was Cooles Neues. Gut so. Ja, ich habe ja immer ein bisschen die Lage gecheckt. Also das da sind zwei Türen, die gehen irgendwie so in den gleichen Raum rein. Dann haben wir hier noch so Türen, die ins Theater gehen. Da das Schlafzimmer, woher wir kommen. Dann die Terrasse. Und dann habe ich hier unten noch was gefunden. Das ist hier so, da ist dann zwischen den Säulen noch irgendwie sowas. Aber nur so eine Tür. Die Nase erinnert an einen Ameisenbär. Ja, aber sowas von, ne? Wir gehen aber einfach zunächst mal ins Theater. Ja, warum auch nicht? Die Roboter sind etwas mitgenommen. Ich nähere mich dem Sarkophag mal ganz beiläufig. Halt, mein guter Kamerad. Irgendein Problem? Meinerseits keins, Genosse. Absolut keins. Aber Befehl ist Befehl. Und jetzt auf Deutsch. Krummhaars Befehle waren deutlich. Falls Kamerad Amenophis sich dem Sarkophag nähert, vierteilt ihn. Ich verstehe. Nichts Persönliches, Mann. Du bist mir sympathisch. Dann ist ja gut. Ich bin Pazzo. Zu deinen Diensten. Vergiss meinen Kumpel Ducky. Er bekommt gar nichts mit. Wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Da vorne ist der Sarkophag, da ist unsere Maschine. Und ein Tisch. Und zwei Typen. Zwei so Wachen. Übergeht die Befehle und erlaube mir, mich dem Sarkophag zu nähern. Tät ich gern, Kamerad.
Aufmüpfigkeit ist immer eine Versuchung. Aber das Joch der Arbeitgeberschaft ist tyrannisch. Solange Kromhaar den Kragen anhat, der uns steuert, können Ducky und ich nichts für dich tun. Nichts Gutes jedenfalls. Mal gucken, wollen wir mal sehen, was Ducky kann. Was Ducky angeht, warum sagst du, dass er nichts mitkriegt? Weil er dumm ist. Sowas von dumm, das gibt's gar nicht. Ist er zu irgendetwas zu gebrauchen? Keine Geringschätzung, Kamerad. Hier sind wir alle Proletarier. Es gibt rollerfahrende Papageien, tanzende Pudel und dann wäre da Ducky, der Zaubertricks vorführt, denkt und singt. Dann wollen wir doch mal den Trick sehen, oder? Den er so auf Lager hat. Sag Ducky doch, er soll mir einen Trick vorführen. Hey, Dummbratze, führ mal einen Trick vor. Jetzt muss ich mir mal überlegen, was kann ich denn damit anfangen, dass der Ducky so einen Trick durchführt? Hilft mir das irgendwie? Wollen wir erstmal gucken, wie Ducky denken kann. Sag Ducky, er soll denken. Denk, Dummbratze! Hauptgründe der aktuellen Wirtschaftskrise sind schlechte Leitung, Intransparenz und Raffgier der Großbanden, die das Vertrauen in die Währungen untergraben und Rauch zu Goldpreisen verkauft haben. Du bist sowas von dumm, das gibt's gar nicht. Du weißt nicht, wovon du redest. Etwas anderes. Ich weiß es auch nicht. Im Sarkophag ist etwas, das mir gehört. Kannst du es mir geben? Ich weiß nicht. Was denkst du, Ducky? Denk nach, Dummbratze. Ich denke, wir sollten es ihm erlauben. Und wenn der doppelte Boden einen Freund von Amenophis verbergen würde, der zufällig drin eingeschlafen ist... Ducky, du weißt, dass du dumm bist. Sowas von dumm gibt's gar nicht. Antrag abgelehnt. Und entschuldige, Kamerad Ducky, aber er bekommt nie etwas mit. Wollt ihr keine Pause machen? Wir sind Roboter. Wir ruhen uns nie aus. Unermüdliche Proletarier, von einer skrupellosen Großgrundbesitzerin ausgebeutet, die unsere Freiheitswünsche unterdrückt. Okay, so komme ich hier nicht weiter. Bis dann, Kamerad. Das kann ich wohl vergessen. Ja, gucken wir uns das doch mal an hier. Oh, da kann man hingehen. Richtig so. Ein Stupser mit dem Stab und es ist im Zylinder. Okay. Ich hasse Plüschtiere. Gut. Sehe ich kitschig aus? Ja. Gemüse, Plüsch, Allergie, Synonyme. Soll ich weitermachen? Nee, kann ich einen Zylinder mitnehmen? Ich glaube nicht an Magie, aber man muss praktisch denken. Das geht also. Schön, schön. Dann gehe ich wieder weg. So, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, wir sind schon wieder knapp bei 30 Minuten. Ich gehe erstmal wieder raus. Bringt mir nicht so viel. Da unten. An den Typen komme ich eh nicht vorbei. Dann werden wir in der kommenden Folge einfach mal hier so ein bisschen die anderen Räume austesten. Ne? Würde ich vorschlagen. Und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Wir kommen weiter, zweifellos. Wir werden das auch sicherlich konsequent weiter verfolgen. Dann wünsche ich bis zur nächsten Folge alles Gute. Und wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen oder einen Kommentar, wie immer. Ne? Und wir sehen uns. Tschüss.